Herzlich willkommen hier bei Spielrausch, meine lieben Freunde. Und jetzt fangen wir mal eine Runde an, hier ein bisschen Seven Days to Die zu spielen. Ich habe ja noch nicht so viele Tutorials davon gemacht und wollte auch eigentlich gar nicht damit anfangen, aber ich denke, der eine oder andere kann es doch gebrauchen. Ansonsten kann ich euch auch weiter verweisen an jemanden, der dies und bezüglich auch ganz gut eigentlich macht. Und ja, der Kerl, das Kerlchen hier mit der Mütze sagt dir einfach nur, wenn du dann Punkte hast, kannst du hier oben an den Reitern verschiedenste Sachen skillen. Ja, das ist auch ganz einfach gehalten. Einfach alles schön immer durchlesen und das erklärt sich dann von selbst. Ja. Bei jeder dieser Sachen hier ist oben hier der Hauptstrang. Und wenn du von 1 bis 10 quasi hier voll hast, kannst du hier alle danach skillen, insofern du die Punkte dafür hast. Ja, ansonsten, wenn du hier nur einen hast und hier, sage ich mal, den Raufbold als erstes machen möchtest, ja, kann ich noch nicht, habe ja noch keinen Punkt, das wird hier angezeigt, dann lässt er mir den gerade machen, weil ich nur einen Punkt dafür brauche, steht auch da, kaufen einen Punkt. Und ansonsten steht hier unten drunter auf dem Schloss, wenn du mal darauf fährt mit der Maus, da steht dann standhafte Schwierigkeit, da brauchst du Level 3. Das bedeutet, hier muss eine 3 dann stehen. Ja? 3 von 10 und so weiter und so fort. Und das ist bei den ganzen anderen Sachen quasi genauso. Okay, Karte, brauche ich nicht viel zu sagen. Kannst du rauszoomen mit Maustaste, Mausrad rein, runter, hoch, raus, reinzoomen. Kannst hier Markierungen machen, Rechtstaste gedrückt. Wegpunkt speichern oder Schnellwegpunkt speichern. Das kannst du dann auch noch benennen. Sehr, sehr, sehr viel später. Machen wir mal Wegpunkt speichern. Linke Maustaste drücken. Dann kriegst du hier so ein paar Icons. Kannst du eins davon aussuchen, was gerade gut dazu passt. Und dann kannst du hier natürlich reinschreiben. Anfangen. Anfangen der Reise hier bei mir. So. Und dann wird das hier angezeigt. Das kannst du wiederum dann auf der Karte nochmals verstärkt anzeigen lassen. Dann hast du es da oben angezeigt in deinem Kompass. Mehr fällt mir eigentlich nicht mehr dazu ein, was ich sonst noch zeigen könnte. Ja, bis auf die Basics jetzt natürlich Pflanzenfasern, das ist aber alles klar. Das hast du wohl auch, oder ihr habt das dann ja wohl auch so hingekriegt. Ne, so zack. Oben rechts steht jetzt wieder was anderes, weil du kannst du mit den Sachen hier halt mal eben das fertigen alles. Ich mache das mal gerade mit alles jetzt. Das schmeißt du mal raus, das braucht man nicht. Das hier, diesen Gebietsschutzblock, den brauchst du allerdings nur dann, wenn du mit anderen Spielern zusammenspielst. Und es wahrscheinlich auch fremde Spieler dabei sind. Die können dann dein Gebiet nicht zerstören. Ne? Alles, was hier drüber geht, da seht ihr dieses Männchen mit der Last hinten auf dem Rücken. Alles, was da drüber geht, wenn das hier voll ist, ist eine Last bei euch. Da kriegt ihr hier so einen Malus. Ja, das besagt euch dann, dass ihr zu schwer tragt. Und das geht natürlich auf Ausdauer und natürlich auch auf Hunger. Hier unten grün wird Hunger angezeigt und Durst wird hier unten blau angezeigt. Ja? Hier oben drüber ist noch eine kleine Linie. Das wird dann in lila, kommt dann hier auch ein Strich, der geht bis hinten durch, das ist eure XP. Ja? Jetzt mal, wenn der voll ist, kriegt ihr einen Skillpunkt, wo ihr hier oben dann das angezeigt bekommt. Hier kommt immer wieder was dazu, was ihr lesen könnt. Und ich bin gleich mal gespannt, wegen der Kiste, ob das da steht, dass man das mit welcher Taste es auch immer das fertigen kann. So, da bin ich selber heiß drauf, um das zu erfahren, weil ich habe da noch nie drauf geachtet. Pflanzenfaser sammeln. Ja, hier, bitteschön. Macht das nicht mit der Axt, sondern mit der Faust. Erstens tut ihr euch nicht dabei weh und zweitens könntet ihr die Axt einfach nur beschädigen, viel mehr abnutzen. Das kann man damit verhindern.
Ja. Unten rechts seht ihr, was ihr immer dazu bekommt. Meistens sind es immer nur zwei Holz. Aber wenn ihr den ganzen Baum umhaut, ja, wenn ihr das jetzt fertig macht, ihr, dann bekommt ihr so einen kleinen Bonus oben drauf. Dann habt ihr hinterher mehr als das, was ihr hier quasi kriegt gerade. Ja. Solltet ihr dieses leere Vogelnest noch kaputt machen, kriegt ihr nochmal zusätzlich, achtet drauf, Federn raus. Ja? Ich glaube, zwei waren drin und fünf haben wir jetzt. Jetzt kommt auch schon direkt der Rahmen. Ja. So. Und jetzt speziell für meinen Kollegen. Der Onkel Eifel. Setzen wir das mal hin. So. Ich weiß ja gar nicht, wie du darauf kamst, aber hattest du den Steinaxt gar nicht in der Hand oder wieso hast du das nicht hinbekommen? Das würde mich nochmal gerne interessieren. Das geht so, da kannst du jetzt, ich habe es auf der Leertaste, ihr werdet es wahrscheinlich auf der R-Taste haben, gedrückt halten und dann kommen hier so, es ist ein kleines Rädchen. Wenn du da drauf gehst, einfach nur draufhalten und loslassen, kriegt ihr dieses Menü hier, wo ihr total viele Formen daraus machen könnt. Ja? Also zum Beispiel jetzt hier sowas hier, dann ist das das, was ihr jetzt gerade setzen könnt. Bei mir ist es auf der Leertaste, ich ändere das mal eben wieder um und gehe auf normale Formen. So. So, wir waren ja noch gar nicht weiter. Lege den gefertigten Block auf deine Leiste. Halte die Nachladeaktion gedrückt. Da steht's. Oder Shift plus Nachladen und wähle die Form aus dem Kreismenü. Klicke oder Shift klicke, um eine Variante auszuwählen, mit der du bauen möchtest. Platziere Blöcke mit der sekundären Aktion. Aha, die meisten Baublöcke haben 24 Stellungen. Einige haben 28, einschließlich 45 Grad Stellungen. Rotiere Blöcke mit der primären Aktion. Rotiere rückwärts mit der Nachladeaktion. Stellung kopieren. Bla, bla, bla. Kopiert Stellung des ausgewählten. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Am Gesicht. Halte die Nachladeaktion gedrückt, wird hauptsächlich für Lampen oder Schilder verwendet, die an der Wand angebracht werden. Und hier, okay, da haben wir es doch beantwortet bekommen. Naja, auf jeden Fall nimmst du die Steinaxt an. So, ja, das hätte man noch einfacher machen können. Halten Sie bitte die rechte Maustaste gedrückt. Bup, fertig. So, und solltet ihr jetzt quasi, ich guck mal eben rein in mein Inventar, was habe ich? Sehr, sehr, sehr viel später. Hier haben wir übrigens Eisen, ja, das geht dann tief in die Erde. Und was neu ist, ihr werdet immer im Grünen gespawnt. Und wenn es an einer Grenze eines anderen Bioms ist. Immer auf eure Umgebung achten. Deswegen immer ein bisschen rumtänzeln, was den Aufwerten betrifft. Ist ja nicht nur so, dass ihr das bei dem Steinaxt wieder reparieren. Seht ihr hier dieses lilane? Wenn das einmal voll ist, bekommt ihr einen Punkt hier oben drauf. Und dann könnt ihr anfangen zu scalen. Fertigkeiten, alles Mögliche. So, und da wir ja jetzt ein paar Steine gesammelt haben, können wir sehr wahrscheinlich noch eine weitere Stufe aufwerten. Nee, da seht ihr unten rechts, es geht nicht, denn du brauchst das, was man gerade angezeigt hat. Und dann guckt man nach, was kann denn das wohl sein? Hier gibt's das nicht. Das müsste hierbei sein. Also, das sind Pflastersteine, die man braucht. Und dafür braucht man nicht nur die kleinen Steine, sondern auch ein bisschen Lehm. Und da werden wir jetzt mal schnell noch einen
wer es nicht weiß, der weiß es halt nicht, aber ich weiß, dass es das gibt, deswegen Stein. Dann kriegt er alles mit Stein angezeigt. Eine Steinschaufel herstellen. So, denn damit, weil es eine Schaufel ist, können wir damit besser in den Boden graben. Ich gehe mal hier runter und ihr seht rechts, was man alles bekommt. Naja, wenn mal so ein Strauch dazwischen ist, natürlich nimmt er auch die zwei Holz auf. Aber das, was wir brauchen, das kriegen wir hier ganz schnell. So, das sollte reichen. Ihr könnt buddeln bis zum Kern der Welt. Achso, wir brauchen Steinpflaster. Da seht ihr es, ist auch nicht mehr ausgegraut. Dann geht man entweder hier drauf, da könnt ihr einzeln sagen, wie viel ihr wollt, oder hier drauf und sagt, ich nehme für alles 40 und 40 davon. Und einfach fertigen und dann haut er da durch. Wenn ihr das abbrechen wollt, einfach hier drauf klicken. So, jetzt kriegen wir schon mal das, was wir noch. Wir haben jetzt Pflastersteine hergestellt und jetzt können wir das aufgewertete Blöckchen auch nochmal aufwerten. Am Anfang hat so ein Block, Moment, das machen wir mal eben. Oh, ihr könnt auch sofort schon Pflastersteinplattenformen herstellen, wenn ihr genug davon habt. Ja? Also, Holzformen. Hießen die nicht anders? Ich hab's mir gedacht. Schimpfwort nicht. Holzformen, Rahmenformen heißen die. Dürft das nicht verwechseln. Holzformen könnt ihr nicht wieder in die Tasche stecken. Nur Rahmenformen. Yes! Warum sich das da immer verschiebt, weiß ich auch nicht. So. Nummer zwei. Komm. Nur mal zum Demonstrieren. Oben drauf. Ne? So, dann kommen schon die ersten Zombies. So, so eins hat 100 Hitpoints nur. Das bedeutet, es ist ruckzuck, ist es kaputtgeschlagen von den Zombies. Ne? Wenn ihr es schon stabiler haben wollt, dann habt ihr natürlich einmal aufgewertet. Das beträgt dann nicht mehr 100, sondern 500. Ihr könnt es auch wieder reparieren jetzt natürlich. So, einmal Rechtsklick, Maustaste. So. Jetzt haben wir ja natürlich Pflastersteine eingepackt. Jetzt wollen wir es natürlich aufwerten, weil es bringt uns dann mehr Sicherheit. Und schon haben wir einen Hitpoint von 1500, was die erstmal kaputt machen müssen. Wenn ihr dann allerdings noch Metall habt. Nee, als nächstes kommt unten rechts, seht ihr. Ja, also brauchen wir jetzt schon wieder Zement und dafür brauchen wir andere Werkzeuge. Und wenn unten rechts eine XP-Zahl kommt, wie jetzt, plus 400 XP, dann ist er auf jeden Fall tot. Sollte es nicht der Fall sein. Vorsicht, er steht nochmal auf. Ne? So, alles klar. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. So, seht ihr? Hier im Briefkasten habe ich ein Buch gefunden. Moment, ich muss mal eben hier... Ach, Schätzelein. Jasmin hat keine Zeit für dich. So, seht ihr, unten rechts ist noch nichts, deswegen. Heutzutage stehen die auch ein bisschen schneller auf. Früher hat das ein Weilchen gedauert, da wusste man nicht, ob die tot waren. Da ist man losgegangen und auf einmal hat man sie in den Nacken gehabt. So, zack, 400 XP. So, ja. So, wie gesagt, ne? Briefkästen, sehr wichtig. Weil da haben wir jetzt ein Buch gefunden. Speerjäger, Band 7. Das heißt, ich glaube, 7 Bände gibt es und ja, wir haben das letztere erstmal gefunden. Tödliche Kombo. Schnell aufeinander folgende Treffer mit Sperren verursachen 10% mehr Schaden pro Treffer bis zur Grenze von 30%. Sehr geil. Direkt benutzen. Ihr lest es dann. Ja. Die Leute stehen gleich schon auf. Ja, ich mache jetzt die Nacht noch durch. Und werde das Video hier fertigen für euch. Und dann schöne Grüße an Onkel Eifel. Oder Eifel Onkel. Onkel Eifel ist richtig. Dass ich irgendwo in den Sumpf... Sumpf? In den Sumpf? Wer kennt ihn nicht? Den Sumpf? In den Sumpf gehen kann. Um einen Wegvisier zu finden für Dornmass.
das war's. Ich wünsche euch was, wer mich nicht kennt und sich denkt, ja, was der ganz gut macht, dann lasst ein Abo da, ein Like da. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ja? Dann sage ich mal und tschüss! Seven days to God.